Hallo zusammen, also willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es eine Wer wird er Challenge und zwar mit dem Ehrenbruder Nile Music, aber leider noch ohne Music. Sally. Sally Milo, freut mich sehr, dass ich heute in deinem Video dabei sein. Wir würden uns aber wundern, wie geht es dir eigentlich so? Meine Leidenschaft für YouTube-Videos ist einfach nicht mehr da. Du, Marc, mir geht es sehr gut und selber. Ja, mir geht's auch tipptopp. Merci vielmal, darf ich hier dabei sein, wenn wir gleich loslegen. Ich würde sagen, wir legen los wie du vor ein paar Monaten mit der Musik. Ich habe huren Bock gehalten. Also, in dem Fall Vollgas, hä? Vollgas, jetzt zieh dich durch, Mann. Also, let's go. Ich würde sagen, wir ziehen uns rein. Cringe-Brille ist bereit. Milo, let's go. Der erste, den wir hier haben, ist natürlich gerade ein heftiger. Man muss krass in die Folge einstarten. Und zwar, die erste Frage ist, wer wird eher einen One-Night-Stand haben? Also, ich weiß es. Ja, doch, ich weiß es eigentlich haargenau. Okay. Ich weiß es so haargenau, ja. 3, 2, 1, go. Ja, ich! Ja, klar! Logisch, ich, Alter. Der Ficker Nummer 1, Alter. Das habe ich aber anders in Erinnerung. Ja, ich eigentlich auch. Ich weiß auch nicht, woher das jetzt gerade kam. Falls die eine oder andere da ist, der Interesse hat am Marc, aka am Nilay und der zukünftigen Musik, dann schreibt ihm doch auf Insta. Er würde sich sehr, sehr freuen. Ich würde mich sehr freuen. Allgemein über Follower dürfen wir gerne auf YouTube folgen. Die nächste Frage, die du mir unter @MiloRomani geschrieben hast, ist, wer wird er Alkoholiker werden. Okay, ja, easy. Ja, ich weiß nicht, das ist halt... Das oh, also das ist easy. Ja, doch, es ist eigentlich wirklich einfach. 3, 2, 1... Aha. Was? Oh, okay, jetzt will ich die Erklärung haben. Jetzt lass schon meine Erklärung, Milo. Du bist einer, du hast noch nie Alkohol konsumiert, noch nie Gras konsumiert, allgemein noch nie wirklich Drogen angelenkt, bis auf Koffein oder so. Meine Theorie ist, ich habe schon Alkohol getrunken, für mich ist Alkohol eine recht lame Substanz, ich habe diese Substanz nicht so gerne. Für mich kommt Alkoholiker wäre nicht so eine Frage. Aber du, der noch nie einen Drogenrausch hast, wenn du das erste Mal auf Drogen wärst, ich denke, du würdest es so nice finden und würdest nachher... Das kann gut sein. Die nächste Frage ist inspiriert von einem Video von der Nati, was es schon gegeben hat. Und zwar, wer wird er mit der Nati zusammenkommen? Uff. 3, 2, 1. Ja. Ja, das ist schön. Okay, aber du musst dich noch rechtfertigen oder würdest du schon... Es ist einfach, ja, es ist ja so. Es ist ja so. Nein, du hast natürlich schon eine Freundin. Ich habe keine Freundin. Gut, Nati hat zwar einen Freund, aber von uns zwei, wer am ehesten würde, vielleicht eher ich. Vielleicht. Aber nicht, dass ich würde, aber eher würde ich. Weißt du? Die nächste Frage ist eine ganz entspannte. Die kennen wir alle. Wer würde eher nackt baden? Einfach, oder? Easy. Ja. 3, 2, 1, go. Du würdest nackt baden? Ja komm, also nein, ganz ehrlich. Verarschen kannst du jemand anderes nicht. Ja, okay, ja, vielleicht. Ich weiß es nicht, wenn ich nochmal darüber nachdenke, würde ich schon irgendwie in die Rennen geben, nackt zu baden. Aber ich glaube, wir würden ja gut zusammen nackt baden. Digga, machen wir mal, oder? Jetzt kommen wir noch zu der nächsten Frage und hier geht es um Ehrlichkeit. Wow, sorry, damit bin ich schon weg. Ich bin einfach einer, der gerne lügt. Okay, ciao. Etwas, was mir jetzt auffällt, ist neben der Frage. Dein Zimmer, das sieht ja hure rot aus und ich habe hier hinten eine Casting-Couch. Also wir passen schon gut miteinander zusammen, oder? Ja, auf jeden Fall. Vor allem unsere Zimmer haben etwas Gemeinsames. Sie sehen beide aus wie ein hure Puff. In der nächsten Frage geht es eben, wie gesagt, um Ehrlichkeit. Und zwar, wer würde eher ein gefundenes Portemonnaie nicht einem Besitzer zurückgeben? Eieieiei. Aber ich weiß, ich habe da schon Vorahnung. Nee. Ich weiß schon, was du für eine Vorahnung hast, aber. Okay, 3, 2 und 1 und go. Hä? Willst du mich verarschen oder was? Okay. Die nächste Frage ist wieder mal eine heisse Frage. Und zwar: Wer wird er mit der Mara ein Date haben? Oh, heisse Frage eigentlich. Ja, moin. Ja, eigentlich. Ja, also komm. 3, 2, 1 und let's go, komm. Ja, du bist ja 14, du bist näher an ihrem Alter dran als ich mit 21. Theoretisch wäre ich ihr
zweite Schema. Ja, nein, ich weiß nicht, ob Maro auf 14-Jährige steht. Das ist natürlich die andere Frage. Der ist schon nicht, dass sie verrückt hat, jemanden, der gerade so das Töffel Bärme gemacht hat. Ja, scheiße, das nicht. Aber ich habe gar kein Bärme, von dem her. Die nächste Frage, eine musikalische Frage. Oh! Etwas für mich? Das ist wirklich etwas für dich. Und zwar, wer von uns zwei, Marc oder Milo, würde er Musik machen? 3, 2, 1. Ja, dass du dich auf so klar. Und ich sage dir jetzt mal etwas. Du bist so ein kleiner Bias. Du hast immer noch deine Roast Yourself Challenge, die du musst machen. Du hast noch nichts angefangen. Noch nichts. Ich habe in diesen 4-5 Monaten, als ich weg war, ein ganzes Album gemacht. Ich muss sagen, du bist schon gerade ein bisschen eingeschüchtert. Digga, das macht mich einfach aggressiv. Weißt du, die ganzen Memes, irgendwann steigen sie mir zu Kopf. Ich hau das nicht mehr aus, Digga. Marc, ich glaube, es wird wirklich Zeit, für dass wir zusammen in ein Wellness Weekend gehen. Wer von uns zwei würde eher bis 80 YouTube-Videos machen? Okay. 3, 2, 1. Ja. Ja. Ja, ich habe absolut nichts anderes als YouTube. Ich habe weder Musik noch irgendetwas anderes. Von dem her, ja. Real Talk, wir wissen nicht, ob du Musik hast oder nicht. Es kann sein, dass du die Rose Yourself Track raushaust und der wird so ein Banger, dass dann alle schreiben: Yo, Milo, scheiß mal auf Nile. Wir müssen jetzt hier ein bisschen Maelonius Tracks hören. Ich vermute so, dass eventuell liegt in mir da noch ein verstecktes Talent. Jetzt gibt es noch witziger, und zwar: Wer wird er? Der Adi verschlagen. Ja, ich weiß es. Ja, einfach, komm. 3, 2, 1. Alter, ich würde das sich so verschütten, Alter. Am liebsten wirklich, würde ich dem so richtig seine Schnauze aus der Fresse schlagen, Mann. Meine Damen und Herren, die nächste Frage ist: Wer wird eher Sex mit Gemüse haben? Ja. Nein, also nein. Ganz ehrlich, also so ein Scheißteil. Ich habe keinen Bock mehr. Da kann ich auch Kopfhörer abziehen. Immer nicht mehr. Also, ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber immer nicht. Plus! Und dann habe ich wirklich absolut gar keinen Bock mehr auf das Video. Lasst doch ein Like da, abonniert den YouTube-Kanal. Das würde mich sehr, sehr freuen, meine Damen und Herren. Und die Glocke aktivieren. Soll ich euch zeigen, wie das geht? Ja, kannst du gerne zeigen, ja. Danke vielmals, hast du mir gezeigt, wie die Glocke funktioniert, Marc. Danke, bist du mit im Video dabei gewesen. Und aus Dank bist du natürlich auch in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, wäre es das komplett gewesen mit dem Video. Ciao. Ciao. Mir würde es aber wundern, wie geht es dir eigentlich so? Ah. Mashallah. Was war das für ein Voice-Crack, Digga? Warte mal.